Fasstaubenrennen haben in Würmlach ihre Tradition. In der Faschingszeit wurde bereits mehrere Male zu diesem ganz speziellen Rennen geladen. Heuer stand der Bewerb zum 9. Mal am Programm. Ja, da findet heute eine traditionelle Veranstaltung statt, und zwar das Fasstaubenrennen. Da wird mit traditionellen Fasstauben, die stammen aus alten Weinfässern oder Mostfässern bei uns, die haben wir adaptiert und haben eine Bindung draufgebaut, und mit dem bewältigen wir heute in Würmlach unseren Schlossberg. Da sind verschiedene Parcours zu bewältigen, da sehen wir das, ganz oben ist ein Steilstück, dann gibt es eine Energiespritze, die zu trinken ist, da ist ein Würmlacher Gemisch drinnen, dann geht es weiter durch einen Riesentorlauf, 4 Tore und dann ein Slalomabschnitt. Und dann kommen wir in das Zelt, da sehen wir das rote Zelt, da ist eine Mannerschnitte an der Schnur zu konsumieren, dann ein Hockstock, ein Nagel zum Einschlagen mit ganz einem schrägen Hammer, den hat unser Urwürmler, der Ertl Reinhold, hergestellt, und dann noch einen Luftballon aufzublasen bis an seinen, wie sagt man, an den Sprengpunkt. Und dann geht es weiter noch einmal durch ein Tor und dann durch den großen Reifen, durch einen Traktorreifen durch und über den Strohballen dann in die Zielgerinne. Also es ist ein Parcours mit vielen Hindernissen, und da geht es bei Zweierteams dann um die Mittelzeit. Wir haben noch ein Gemisch, das klingt gefährlich. Ja, da ist ganz was Gutes drin, das setzen wir selber an. Das wird von unseren Hausfrauen, also von den Golden Girls, wird das produziert, die Himbeer im Sommer gepflegt und dann geerntet und dann über den Winter angesetzt. Und bis im Februar, bis zum Fasching ist es dann richtig reif. Wir haben die Einzelwertungsläufe am Nachmittag besucht. Die Teilnehmer haben sich natürlich auf den Bewerb dementsprechend vorbereitet. Hast du trainiert schon? Ja. Wie schaut das aus, das Training? Ja, heute bin ich wohl schon dreimal gefahren, aber der Lauf ist eigentlich relativ leicht, aber mit dem Bretter wird ein bisschen schwer. Das heißt, es ist nicht nur ein Schneeproblem, sondern eine technische Abstimmung. Ja, genau so ist es. Was sagt der Servicetechniker? Ja, er hat gesagt, die Ski hat er gerichtet und fahren musst du kennen. Und die Vorbereitung hat sich ausgezahlt. Die Riesentorlauf- und Slalomtore werden bravourös gemeistert. A la Marcel Hirscher schwingt er sich durch den eng gesetzten Kurs in Richtung Nagelstock. Jetzt darf ich den Umdrehen zum Schluss. Großes Kriterium beim Bewerb ist das Biskotenangeln. Hier lassen die meisten Teilnehmer sehr viel Zeit liegen. Die Dorfjugend hat sich wieder einen spannenden Parcours überlegt. Nach 3 Jahren Pause freut man sich heuer auf einen großartigen Bewerb mit vielen Teilnehmern und guter Stimmung. Es ist alles möglich, heute nur man sieht, ich habe den Hut mit, verstehst du mich? Gut, du bist Obmann, ihr veranstaltet die Seite. Ja, wie schaut's aus? Ja, also seit 2015 haben wir es das letzte Mal veranstaltet und heuer sind wir wieder einmal dabei, das zu veranstalten, und wir hoffen auf viele Besucher, wir freuen uns auf viele Besucher, und es wird sicher wieder eine großartige Veranstaltung. Sie ist die Strecke anständig präpariert, wieso richtig auf der Streif? Sicherheitsnetze sind jetzt keine? Naja, Sicherheitsnetze, die muss man sich vorstellen, aber man bekommt ja vorn Rennen einen sogenannten Sicherheitsdrink, und wenn es ohne den nicht geht, dann muss man es eh lassen. Aber wie man sieht, oder wie man schon von vorigen Rennen weiß, es ist nie was Gröberes passiert. Gut, Streckenbesichtigung gibt es beim Aufgehen wahrscheinlich, gell? Genau. Und wieso ist, man geht nie mit leeren Händen auf. Man hat immer was zum Trinken. Ja, genau. Verantwortungsvolle Aufgabe wiederum beim Start, oder? Ja, immer wieder. Es freut mich, dass es überhaupt wieder weitergeht. Wir haben das 2010, damals war das erste, wiederbelebt. Und jetzt funktioniert es wieder und das passt. Und heuer passt es auch mit dem Schnee? Ja, weil 2016 haben wir eben Schneemangel gehabt und das sogar auf der Schottseite. Das heißt was. Niemand, es wird halt noch eine längere Nacht werden. Nein, ich bin schon von der Elterngeneration, ich gehe schon früher haben. Jawohl! Startschwierigkeiten hat hier die Eisprinzessin beim Riesentorlauf. Dadurch ergibt sich bereits bei der ersten Zwischenzeit ein großer Rückstand. Und auch beim Slalom gibt es hier bei diesem blauen Tor fast einen Einfädler. Aber die verlorene Zeit wird beim Schnapstrinken wieder gut gemacht. Pass auf, nicht, dass es gleich fliegt. Beim Nagelstock, den Biskoten und beim Luftballon aufblasen, kann die Eisprinzessin die Zeit wieder gut machen. Die Gas über die Ziellinie. Gratulation. Mit einer Zeit von 1 Minute 27. So stimme ich mit einem Posten. Ist der Schwung aus der Hüfte. Macht die Eisprinzessin den Zielschwung. Bis über die Ziellinie. Gratulation, die Eisprinzessin aus Bosnien.
Alfred Ertl, Feger Stiebig mit einer Zeit von 2 Minuten und 45 Sekunden. Wie ist der gegangen? Super. Ich habe den Lauf nicht ganz richtig, mein. Den Lauf nicht mal ganz richtig im Kopf gehabt von Anschauung her. Dann ist meine Brille ein bisschen verrutscht. Und dann haben die Außenzehen gar nichts mehr. Das ist nicht so schlecht, glaube ich. Aber die Kursbesichtigung gut eingeprägt, dann ist er blinder gegangen, oder? Ja, nein, eben, da habe ich einen kleinen Fehler drin gehabt. Die erste Slalom-Linie habe ich nicht richtig erwischt. Das ist, glaube ich, ganz gut gepasst. Wo hast du die Zeit liegen lassen im Slalom? Wahrscheinlich, denke ich, ja.